Hello people, what's poppin'? What's poppin'? Welcome back to my channel! Ja, okay Leute, wir sind heute in Münster und versuchen ein bisschen aufzunehmen, denn es ist hier Weihnachtsmarkt und es ist alles und Leute, es ist einfach Black Friday und die Leute sind einfach so... Wir machen Weihnachtsshopping, es ist Black Friday, aber bei Primark nicht. Nee. Hauptsache, da kostet alles noch genau gleich. Ist so. Oh, ich habe die ganze Zeit nach dir gesprochen. Ja. Nach mir, ne? Ich weiß. Oh, deshalb, mein Mund ist so drauf. So, Boah, ja, auf jeden Fall, guys. Es ist voll geil. We love a good... Nein, film mal nach oben, dann denken die alle, wir sind in Köln. Voll in Köln. Oh Leute, es gibt Maronen. Maronen. Ja, auf jeden Fall. Melde ich mich gleich wieder, wenn wir da was gefunden haben. See ya. So, ich war schon mal ein bisschen erfolgreich. Ich habe mir erstmal ein paar Parfüme gegönnt. Jessie hat sich auch bei Primark was gegönnt. Hallo, können Sie mal bitte nicht in meinem Vlog reinfassen? Ja, und dann war sie noch erfolgreich bei Saturn. Ja, okay, dreh dich halt. Ja, sie hat ganz Saturn wieder auseinandergenommen. Und ich habe, mach mal, dreh mal die Kamera. I dreh the camera. Drive the camera. Cameron Diaz. Cameron Diaz. Ich habe mir jetzt einen neuen Controller gekauft, weil meine Sis ganz oft bei mir ist und dann können wir auch mal zusammenzocken, so, you know. Und was habe ich noch gekauft? Achso, so eine Aufladedings für die zwei Controller. Hast dann habe ich mir eine Handtasche gekauft und ein Parfüm für meinen Daddy. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gekauft zwei Parfüms, einmal von Versace Kondom. Und einmal von, was war das andere? Dolce & Gabbana. Und ja, ich habe mir halt überlegt, ob ich mir eine Switch holen soll, halt bei Saturn, aber für 288 habe ich mir dann gesagt, habe ich mir dann so gedacht, nee, kein Bock, weil es einfach zu viel Geld. Ich will nach Snipes. Das ist da vorne, kannst du nicht lesen. Wir gehen jetzt nach Schniepes. Herr, was steht da? Terry. Boah, nee, das kann ich lesen, will schon nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mal... Obst im Haus. Auf jeden Fall habe ich im Internet halt nach der Schule geguckt. Und die hat 215 Euro gekostet. Und habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir lieber da. Und 225, ja. Fake News. Ja, okay, 225, um diese 10 Euro, Alter, ich steck's mir in meinen... Oh. In deine Kondome, die du auf jeden Fall melde ich mich gleich wieder zurück, wenn wir dann alles Snipes, haben. Snipes, film mal Snipes. Und ja, wegen jetzt noch Snipes, wo ich alles Ich mach jetzt wieder ist. Eine emotionale Aufnahme. Nein, machen wir bitte. Wurde einer hingekotzt? Du rotzt direkt auf die Tüte. Ja, ich mach eine emotionale... Habe ich überhaupt aufgenommen? Ah ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch Ich mach eine emotionale Aufnahme, gib mal her. Ja, okay. Gib. Ja. Sie sehen nun eine Aufnahme von Jessies Experience. Oh, meine Nase ist gebrochen. She's broken now. You're gonna buy me a new nose. So, ich wollte noch mal eben zeigen, was ich mir alles gekauft habe am Black Friday und noch am Samstag habe ich auch noch was gekauft. Und zwar fangen wir an mit dem hier. Ich habe mir einmal diese Ladestation geholt für meine Controller. Dann habe ich mir noch einen zweiten Controller geholt, wo ich schon Kratzer drauf gemalt habe. Ja, das hat 20 Euro gekostet und der Controller glaube ich 32 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Dann habe ich mir diese Handtasche bei H&M gekauft. Und die war, glaube ich, auf 10 Euro. Ich weiß nicht mehr. Die hat so zwei Fächer. Hier so ein eingesticktes Schildchen von H&M. Ja, eigentlich ganz süß. Dann habe ich mir das Oberteil, ich glaube, bei H&M. Nee, bei H&M bin ich dumm. Bei New Yorker geholt. Das ist so ein Top. Sieht jetzt so da liegend einfach nur irgendwie kacke aus. Aber getragen... Sieht das richtig schön aus mit einer High-Waist-Hose oder so. Dann habe ich mir diese Jacke hier. Das ist so eine Jeans-Jacke. Ja, so ein Jeans-Stoff. Die ist halt ein bisschen gekroppt. Hier unten so ausgefranst. Hat hier so Nieten an den Taschen, die auch noch fake sind, sehe ich gerade. Oh mein Gott, naja.
Die habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Die hat, glaube ich, auch nur noch 10 Euro gekostet von 20. Ich weiß auch nicht mehr genau. Und diese Jacke habe ich mir noch am Black Friday gekauft. Aber die war, glaube ich, nicht im Sale. Die habe ich mir so gekauft. Die ist von Only. Da waren wir in Münster im Kult drin. Und ja, Taschen sind jetzt nicht sonderlich groß. Aber die ist halt richtig lang und fett und geil für den Winter. Die ist auch Regen, also wasserabweisend. Genau, das habe ich mir gekauft. So, auch mal wieder ein Willkommen von mir. Ich weiß, ich sehe jetzt wieder anders aus als sonst die Tage. Wir haben jetzt gerade den 19.12. Ich weiß, es kamen jetzt keine Videos, was ich auch sehr schade finde. Dennoch wollte ich euch nicht vorenthalten, was ich halt am Black Friday wirklich gekauft habe. Und zwar habe ich einige Schnapper gemacht, das heißt einige, eigentlich nur 1, 2. Habe aber trotzdem ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich fand den Black Friday auch ziemlich shit, wenn ich das so sagen darf. Wie fandet ihr den? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr irgendwas gekauft? Hattet ihr den guten Schnapper? Ich hatte schon mal in meiner Kamera, beziehungsweise ja, in Dingens hier rein, Dolce & Gabbana. Fand ich eigentlich ganz gut als Present, aber ich habe mir so gedacht, okay, der normale Duft ist nicht im Angebot und ich habe das gesehen, ich fand das Packaging auch voll geil, muss ich sagen, ziemlich basic gehalten und ziemlich majestätisch. deswegen habe ich mir das halt gekauft und fand den Geruch eigentlich auch sehr gut und es war halt im Angebot, ich glaube 40 Euro oder 50 Euro, hat das gesamte Geschenkpaket und da drin ist, Moment, ich kann das mal eben für euch öffnen, wenn das so geht. Yes, that struggle is real. Ich habe es schon zwei, dreimal benutzt. Zwar nur das Parfüm und halt ein Duschgel, ein Showergel. So sieht man das besser. Und fand ich eigentlich ganz schön. Und ja, habe es mir dann halt gekauft. Dann hatte ich von Versace das Eros, I don't know how it calls. Fand ich auch ganz gut. Wie ihr seht, ist halt hier auch einmal ein Duschgel und einmal das Parfüm. Sind jeweils 30 Milliliter Eau de Toilette, was ich ziemlich shit finde. Und Eros Flame fand ich halt eigentlich auch ganz geil. Das war, ist auch einer meiner Favoritendüfte. Yes, aber ich habe mir das dieses Mal in Blau gekauft, weil ich das eigentlich auch sehr gut fand. Ist auch schon leer. Ich fand einfach ja, den Flakon eigentlich richtig gut. Sieht halt einfach hochwertig aus und man gönnt sich ja sonst nichts. Dann habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Und zwar von Kane. Ja, dafür habe ich dann 30 Euro ausgegeben. Hatte auch wieder einen Webfehler. Finde ich ziemlich schade, aber egal. Tausche ich nicht deswegen um. Das ist nur ein kleiner weißer Strich. Ja, und dann habe ich noch eine Jogginghose. Ich blende euch die mal hier ein. Die ist gerade bei mir in der Wäsche. Aber ja, hat 80 Euro gekostet, meine ich. Von Tommy Hilfiger. Und dann habe ich von meiner Schwester noch einen tollen, geilen, pinken Pullover gekauft. Den hat sie auch schon bekommen. Halt waren halt so ein Deal, wenn man drei Sachen kauft, kriegst du das günstigere halt zu 50%. Und dann habe ich halt zugeschnappt und habe gesagt, ja okay, können wir mal machen. Ja, insgesamt habe ich dann so um die 200, 300 Euro ausgegeben am Black Friday. Wo ich auch selber sage, waren halt ziemlich gute Deals, schlechte Deals, also an dem Tag, ne? Wir waren halt noch essen und so weiter am Black Friday, also insgesamt habe ich an dem Tag 200, 300 Euro ausgegeben, so circa. Muss sagen, auch die Düfte, also Duft ist für mich ziemlich privat. Was heißt privat? Einfach, das ist dein Geruch, den du liebst und ja, genau. Ja, das war's dann auch wieder mit meinem Video. Ich wünsche euch eine angenehme Weihnachtszeit. Ich melde mich auf jeden Fall nach der Weihnachtszeit wieder mit einem, oder vielleicht schon Silvester, mal schauen, was ich meinen Freunden geschenkt habe, was ich meinen
meiner Schwester schenke, was ich meiner Family schenke, zeige ich euch alles in einer Review, beziehungsweise auch in so einem coolen Format, sage ich mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit, besteht sie gut, bleibt gesund und dann soll ich es mal sagen. Sehen wir uns bald wieder, vergesst nicht den Abonnieren-Button zu klicken, falls ihr hier auf neu auf dem Kanal seid, ein Like da zu lassen und dann soll ich es mal sagen. Bis zum nächsten Mal, tschüss!